Am St. Franziskus Hospital in Münster ist bei Operationen seit kurzem ein neues Navigationsgerät im Einsatz. Die in Kanada entwickelte 7D Surgical Machine Vision Technology verwendet eine Kameratechnologie ähnlich der GPS-Navigation selbstfahrender Autos. Das heißt, wir können in die Tiefe, in das Verborgene des Patienten gucken, also Knochenstrukturen und so weiter sehen. Das nennt sich Surface Matching. Ich gebe ihm eigentlich nur 3 Punkte oder 6 Punkte und er schafft es mit einem Snapshot, dann das ganze Operationsgebiet zu matchen mit dem CT. Das sind dann Tausende von Punkten statt nur 20 Punkte. Also viel genauer, geht viel, viel schneller. Das entscheidende Vorteil ist, die Kamera nimmt ja meinen Operationsvorgang auf. Und das wird auf einen großen Bildschirm übertragen. Alle sehen ganz genau, was ich in der Tiefe als Chirurg, als Operateur mache und können damit sich viel besser auch einstellen auf die Operation und mich auch viel besser unterstützen. Nur wenig Aufwand ist nötig, um die Technologie zu nutzen. Man muss schon das Team im OP mitnehmen und schulen. Wir haben extra eine Kraft, ein Physician Assistant ist das bei uns, die das Gerät bedient. Die ist auch dann etwa so mit allem drum und dran 1 Stunde im OP und begleitet das. Man muss vorher das Gerät hochfahren, aber das macht man parallel zu den Vorbereitungen am Patienten. Für die bisherigen intraoperativen Bildgebungsverfahren müssen OPs für Echtzeitaufnahmen der Patienten unterbrochen und häufig sogar der Raum gewechselt werden. Bei der neuen Technologie werden die CT-Bilder vor der OP gemacht und dann mit den Kamerabildern in Sekundenschnelle übereinander gelegt. Spart Zeit und es erhöht die Präzision und vermindert somit die Komplikationsrate und erhöht einfach die Sicherheit für den Patienten. Die Navigation hilft ganz konkret beim Einbringen von Implantaten. Ich habe zum Beispiel im März einen kleinen Jungen operieren dürfen mit einer schwerst missgebildeten Wirbelsäule, wo es äußerst schwierig und komplex war, die Anatomie zu identifizieren. Und da war das schon von enormer Hilfe, dass uns die Navigation uns den Weg geleitet hat, um die entsprechenden Implantate setzen zu können, um dann letztendlich diese Deformität korrigieren zu können. Der erfahrene Chirurg sieht weitere Vorteile des Systems in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt mir mehr Sicherheit. Es schont so ein bisschen die Nerven und die Anspannung des Operateurs. Es gibt dadurch auch, das ist das Wichtigste, mehr Sicherheit für den Patienten, dass ich die Komplikationsrate dadurch senken kann. Es spart letztendlich Zeit. Wir strahlen weniger, also müssen weniger Röntgenstrahlen anwenden. Und wir können auch letztendlich auch neue Türe aufstoßen. Also wir können irgendwo Implantate einbringen, wo wir uns vorher aus Sicherheitsgründen das vielleicht nicht getraut haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Operierende allein auf die Navigationstechnologie verlassen sollten. Es ist wie wenn sie Auto fahren, da sollten sie sich auch nicht blind auf ihren Navi verlassen. Das lerne ich auch den Assistenzärzten, die mitten in dieser Navigation jetzt lernen. Sie sagt, guckt erstmal nicht auf die Navigation, sondern guckt erstmal auf die anatomischen Landmarken, auf die Strukturen, wie man das klassisch mit den klassischen Methoden die Implantate einbringen würde. Und die Navigation sollte einem eigentlich mehr so eine Unterstützung und eine zusätzliche Sicherheit geben. Wird diese Technologie andere bildgebende intraoperative Geräte überflüssig machen? Es lebe die Vielfalt und alles hat Vor- und auch gewisse Nachteile. Ich sehe momentan überwiegend die Vorteile unseres Gerätes, aber ich will die anderen Geräte gar nicht schmälern. Aber es wird auf alle Fälle relativ schnell einen festen Platz bekommen. Einzige Fortschritt könnte sein, dass irgendwann die Geräte ein bisschen preiswerter werden und somit auch für, ich sag mal, durchschnittliche kleinere Abteilungen es sich wirtschaftlich rechnet, so ein Navigationsgerät anzuschaffen.